Was habe ich denn überhaupt für einen? Ganz normalen Standardauflieger von Polaris Lines. Carsten und ich von GNT und der... Nein, ich habe nur so einen Container-Scheiß. Hä, du hast bei mir einen Auflieger von GNT. Ja. Hä? Ich habe einen Container. Einen Planenauflieger. Ich habe einen Container. Nein. Der Carsten hat dann Container, der was verschiffbar ist. So ein blauer. Genau, so ein blauer Container. Echt? Okay. Okay. Dachte ich jetzt. Julian, mach die Zollklappen auf. Jetzt hätte ich mich auch gewundert, ey. Busfahrerart? Bitte. Ey, voll gewundert hätte ich mich. Du hast das Licht an. Ja. Ja. Lichtfahrer sind sichtbarer, oder was? Hast du was dagegen? Na, aus Gewohnheit. Achso. Damit man es erst gar nicht vergisst. Ja, genau. Im Real Life habe ich die Band Light den ganzen Tag an. Ich hub zurück. Wo sind die anderen beiden Vögel denn jetzt? Wir sind schon da. Ich sehe euch noch. So wie du kriegst wahrscheinlich direkt an meinem Arsch hinten. Ach, da ist schon die erste Beschwerde. 15 Minuten unterwegs sind die erste Beschwerde. Ja, wieso? Er kriegt ja gerade. Und ich habe gesagt, lass uns auf Europa 2 gehen. Wieso? Nee! Wir begrenzen! Ja, wir wollen ja nicht. Du willst ja nur rasen. Genau. Nee, ich fahr auf Straßen, nicht auf Rasen. Bisschen Realismus muss sein. LKWs ist ja, wenn man auch schneller als 110. Besten ist ja mal, wenn man auf einer Bundesstraße fährt, zweispurig. Und einen LKW anderen LKW überholen zu müssen. Das finde ich mal klasse. Keiner hupt, ey. Nee. Voll doof. Machen die Lichthupe? Probier's mal mit Lichthupe. Nee, haben die auch nicht immer. Sag doch, die sind voll unfreundlich heute. Ja. Voll die Assis. Wo sind wir denn gerade? Deutschland? Nee. In einem Land vor unserer Zeit. Wir sind wahrscheinlich in Dänemark. Dänemark, ja. Ja, wir sind doch schon Fähre gefahren, wir wüssten doch schon eigentlich. Ja, aber genau. Nach Dänemark. Nach Dänemark. Ach so. Wir sind ja in Norwegen losgefahren. Genau. Deswegen habe ich auch einen Norweger auf meinem LKW. Bei mir ist er Silber. Gut, das mit den Hupen funktioniert deswegen nicht, weil wir in Dänemark sind. Was? Ja, das mit dem Hupen, das funktioniert deswegen nicht, weil wir in Dänemark sind. Ach so, meinst du, die Dänen machen sowas nicht? Doch, das Dänen schon. Dänen lügen nicht. Aber bei denen dehnt sich das immer sehr stark, bis die das verstanden haben. Ich möchte in die Leitplanke heizen. Okay. Ja, aber deswegen fange ich ja schon sehr früh an, weißt du? Wie, mit in die Leitplanke heizen? Nee, mit Saufen, glaube ich. Mit Hupen. Ich habe schon aufgegeben, wenn ich ehrlich bin. Mit Saufen? Ja, ich hupe jetzt auch nicht mehr. Ja, das auch. Seid mir alle zu blöd. Seit ich dich kenne, Julian, habe ich beschlossen, dass... Die Hupen! Ich dachte, seit du mich kennst, hast du beschlossen, anzufangen zu saufen. Damit du sonst erträgst. Ja, das habe ich ja dann gemacht und dann habe ich gemerkt, das bringt nichts und dann habe ich es aufgegeben. Tja. Boah, Alter, was die Frames jetzt in die Keller gehen, ey. Ja, ich merk's gerade, du leckst gerade furchtbar vor mir rum. Habt ihr mal probiert, das auf 30 zu deckeln? Mit dem V-Sync? So, jetzt habe ich wieder mehr. Weil das läuft bei mir jetzt gerade ganz gut. Ja gut, wieso ihr? Bei mir läuft's ja. Ja, klar, aber laut Josh bringt das trotzdem was. Also ich will jetzt nochmal sagen, auch für meine Zuschauer, ich habe ein Internetproblem. Ja, mein Provider kriegt das nicht auf die Kette und deswegen habe ich, glaube ich, hier arge Probleme und deswegen muss ich hier hupen. Laut Aggression. Der Carsten hat Aggressionsprobleme. Ja, man merkt. Ich bin ganz froh, dass ich hinterm Bus von Nahen fahre. Der fährt vernünftig, da kann ich mich einreihen. Ja, warte mal, ich komme mal nach hinten. Ja, du fährst normalerweise eigentlich auch vernünftig. Du leck mal lieber vorne weiter, Kollege. Normalerweise. Leck mal lieber vorne weiter, Kollege. Heute ist nichts normal. Ach so, wo der Chakotay nicht dabei ist, müsst ihr das machen? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber so alleine vorne wegfahren ist auch langweilig. Ja, wieso? Wir fahren noch im Konvoi, ich bin doch direkt hinter dir. Ja, aber ich sehe ja nichts vor mir, ich sehe euch nur hinter mir. Ja, ach, dafür Carsten. Dafür du, dass Andi und kein Hund hinter dir ist. Ich meine, das ist doch auch was wert, oder? Andi und kein Hund. Ja, aber da passiert schon früher oder später noch was. Also ich glaube kaum, dass wir hier ohne rauskommen. Ja, da spätestens, wenn der Julian mich provoziert. Überholen. Kommt, schnell. Ich will den überholen. Schnell. Da ist einer zum Überholen. Wie sich freut. Juppie. Jetzt freut er sich noch. Wenn er auf der Seite liegt, dann sind die Tränen da. Ich sehe schon. Ja. Ach, zum Thema Freuen, ne? Ja, doch. Du weißt ja, Tränen lügen nicht, ne? Hm?
Dänen lügen nicht. Was ist denn mit Tränen? Gar nichts. Ja. Nee, wo, nee, wo ich. Ist der? Ich sehe gar keinen. Wobei die. Nee, die Folge ist noch gar nicht online. Also alles gut. Hä? Ja, ich nee. Ich sehe auch einen. Carsten, du hast doch gesagt, da wäre einer vor dir. Wo ist der denn? Achso, ja, vor mir. Weit vor mir. Also ich sehe den quasi so ein bisschen. Ich will den überholen. Der ist 3 Kilometer vor mir. Der fährt die gleiche Richtung wie wir. Das ist bestimmt eine Premium Plus Edition von Renault. Deswegen kriegst du den. Premium Plus Plus hast du nicht gesehen, Version. Rechts raus. Oh, oh. Carsten, sag doch was. Ja, hab ich doch. Dreimal, glaube ich. Rechts raus, Fragezeichen. Ja, ja. Ja. Rechts raus, rechts raus, rechts raus. Rechts raus, hab ich doch gesagt. Oh, Busfreund, was bremst du denn so? Da ist eine Kurve. Ja, trau dich. Ja, richtig. Geh mal das Risiko ein hier. Genau, fahr mal ein wenig aggressiver wie Carsten. Ja, ich will den noch einholen hier. Kommt. Oh, wir sind auf 110 limitiert. Wenn wir das beide machen oder alle machen, dann kommen wir dem nicht näher. Aber der, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der fährt langsamer. Du hoffst, der fährt langsamer. Ja, ich wünsche mir das. Aber der wird größer, also fährt er langsamer. Der wird größer. Der Carsten, der jagt heute mal keinen von uns, sondern der jagt heute die anderen. Ich bin ja mal gespannt, wie das beim ATS alles so wird. Mhm, aber ja, da hast du sehr viel lange Wüstenstraßen. Ja, aber da haben wir noch Zeit. Februar ist ja noch ein bisschen hin. Richtig. Ja, und der Mai, Juni erst. Ach, jetzt fährt der runter. Ich vermute mal, das verschiebt sich wieder. Mittlerweile glaubt man schon, es dauert noch. Meinst du? Ja. Ja, bei Steam ist ja irgendwie noch gar nichts an Veröffentlichungsdatum drin. Ja, was sollen sie denn noch hinschreiben, großartig? Bei Steam kommt, glaube ich, auch immer erst so 2 Wochen vorher. Aha. 2 Wochen vorher. Aber wir haben ja fleißige und schlaue Kommentarschreiber in den Kommentaren, die da Kommentare schreiben können. Kommentatoren heißt das. Ja, ist mir gerade entfallen, das Wort. Kommentatoren. Fahren wir auch mal heute irgendwann Landstraße-Simulant? Im Moment fahren wir Autobahnen. Ja, das sehe ich auch, deswegen frage ich dich ja. Das ist ein Schlauch. Eine Unterhaltung, ey. Fahren wir heute irgendwann eine Landstraße-Simulant? Nee, Next in Games, wir fahren gerade Autobahn. Ja. Ich bin aber nicht Peter Maffay, ne, der so gedrungen reden muss, ja. Peter Maffay. Der kleine Peter Maffay? Ja, der kleine Peter Maffay. Ah, Tabaluga und Lilly. Ja. Über sieben Brücken müssen wir fahren. Ich habe eine Musik gemacht. Der geht in Deutschland. War das nicht hier, Deutschland! Juhu. Ist da ein Dings? Ein Maut? Dings? Ach, nein. Quatsch, da ist doch keine Maut. Ein Dingsmaut ist hier nicht. Noch weiß gibt's keine PKW-Maut. Simulant plötzlich dann am Abbremsen und ich ihm hinten rein. Das wäre jetzt nicht ja. PKW-Maut für LKWs. Ne? Pass auf, Carsten, wenn du abrupt bremst, ja, und der Anti reißt hier hinten rein, dann bist du ihm vorne draufgefahren. Das ist die Faustregel. War ich zu schnell, eigentlich? Du kannst nicht zu schnell fahren, ihr habt nur früher auf 110 beschleunigt, deswegen seid ihr weiter weg. Ja, warum beschleunigt ihr denn nicht so oft? Wir sind schon auf 110, aber wir können ja nicht schneller. Wir mussten ja den Schnarch-Server nehmen hier. Meine Güte, dann nehmen wir beim nächsten Part mal den anderen, damit du nicht ehrlich, weißt. Der andere hätte dir jetzt auch nichts gebracht, dann würden wir ja auch schneller fahren. Also schon, weil wir sind mit den stärkeren Motoren unter der Haube. Eben. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ja, aber ich habe hier die Sternenflotte. Ja, haha. Und ich habe einen 750 Pesen-Motor hier drin. Ja, ich kann weißt aber schon, wie schwerfällig so ein Stern ist, oder? Ja, aber ich kann mich beamen. Der Carsten fährt Warp 99, da hast du keine Chance. Genau. So, und jetzt erklär mir mal einer, was Warp 99 ist. Ist Warp. Das ist sinnlos, das bringt die nichts. Die Megageschwindigkeit. Irgendeine Lichtgeschwindigkeit. Machen, der kann das am besten. Nee, nicht Licht, ist Warp. Warp, okay. Kann lassen. Ich auch nicht. Sag ja, ist sinnlos. Warp ist theoretische oder praktische Möglichkeit, um über Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, indem der umgebende Raum gekrümmt wird. Und dadurch mit Unterlichtgeschwindigkeit eine Strecke zurückgelegt wird, die ansonsten mit Überlichtgeschwindigkeit zurückgelegt werden müsste. Das bedeutet, du faltest den Raum durch zwei schwarze Löcher
machst ein Wurmloch durch und nachher hast du das mehr oder weniger so, wie wenn du ein Blatt Papier faltest und nachher an der Kante oben mit einer Stecknadel durchstechst. Hm. Nachher hast du zwei Positionen in mehr, weniger wie einen Millimeter nebeneinander, obwohl ansonsten das Blatt beispielsweise in DIN A4 über 20 cm auseinander ist. Hm. Jetzt doch nicht rechts raus. Nee. Du weißt auch nicht, was du willst. Nee, weiß ja nicht. Der Kasten, der ist total unentschlossen. Nee. Woher weiß der Busfanat das denn jetzt? Der hat sich schlau gemacht. Was, hast du den Chikoten gefressen, oder? Ja. Hallo. Na? Nee, Mahlzeit. Achtung, wir fahren weiter, Julian. Okay. Oh, da ist einer zum Überholen. Ja. Oh Gott. Aber meine andere Sache, ne? Oh nee, jetzt bleibt ja das. Habt ihr doch bestimmt auch mitbekommen, oder? Was denn? Ich hab nichts mitbekommen. Am 21.10. Mittwoch, letzten Mittwoch, war der Back to the Future Day. Ja. Zurück. Ah ja, das habe ich auch mitgekriegt, ja. Zurück in die Zukunft, ja. Ja, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, weil das ist ja das Datum, was der im Film eingestellt hat. Genau, was er in dem Film eingestellt hat. Oh Gott, das ist ja rechts runter, rechts runter, rechts runter, rechts runter, rechts runter, rechts runter. Dass ich diesen Film gesehen hab. Ja, auf jeden Fall. Ah! Jetzt, was ist? Ah! Ah! Den ganzen Tag nur, Ich sag doch, da passiert noch was. Aber nicht mir. So. Doch? Nein. Wir doch? Fahren jetzt auch rechts runter, Julian. Ich hab beim letzten Mal genug auf den Sack gekriegt. Jetzt bist du mal wieder dran. Ach so. Ja, auf jeden Fall war cool. Ich fand das von den, war das Tagesschau oder Tagesthemen, fand ich cool. Die Geschichte. Hä? Ja, da haben die einen extra Bericht gemacht, quasi. Oh, ich kann das nicht wiedergeben. So ich auch nicht. Mach mal. Also. Da haben die halt einen Bericht gemacht über einen mysteriösen Fall in den USA. Also da war so ein Fall. Ey, was machst du da? Ich überhol dich. Oh Mann, oh. Was machst du da? Ja. Ich glaube, ich muss gleich rüber. So, dann fahr mal vor schnell. Schnell, fahr mal schnell vor. Machst du so eine Panik hier? Weil der Kasten sonst vielleicht gleich falsch abfährt oder also gegen eine Leitplanke ballert. Spur, ne? Übrigens, genau. Ja, genau, deswegen. Das wäre nämlich jetzt hier fatal gewesen. Würdet ihr vielleicht mal eventuell ein klein bisschen euer Tempo senken, damit wir wieder rankommen? Wir haben nämlich jetzt... Wir tanken Tempo. Weil ich habe nämlich von euch jetzt aus den Ohren verloren hier. Lecker RB Energiedrink. Rheinbahn? Du wolltest von den Tagesthemen erzählen. Ja, achso, ja, und also in dem Film kennt ja jeder, ne, mit dem DeLorean, der dann geflogen ist und so. Ja, auf jeden Fall haben die dann einen Bericht gemacht über einen plötzlich auftauchenden Falschfahrer in den USA. Und ja, ach, kann ich jetzt nicht rechts runter, genau. Kann ich jetzt nicht rechts runter. Ich kann das irgendwie nicht wiedergeben gerade. Ich glaube, ich habe zu viel Red Bull getrunken. Ah, jetzt, ich habe noch RB Energy Drink. Jetzt habe ich zu viel Red Bull getrunken. Was denn? Und dann wieder rechts runter, Andi. Die nächste. Ja, mach doch nicht so einen Stress. Da ist noch ein Kilometer. Erzähl doch mal weiter jetzt. Nee, ich kann das nicht erzählen. Doch, du kannst das. Busfahren als LKW ist wie ein Pferd. Wieso? Weil der immer mal wieder in gewissen Abständen nach hinten austritt und dann weiterfährt. Immer so, aber so ein ganz kurzes Gezuckel nach hinten und dann fährt er wieder weiter. Oh, rote Ampel. Halt an! Richtung Hamburg. Richtung Hamburg, dann fahr ich mal eben zu Hause vorbei. Jetzt fahren wir Landstraße, Andi. Das ist schön. Und du hast zuerst das Geschrei gehört, Julian. Achtung, rote Ampel. Mhm. Wir müssen rechts, ne, Andi? Ja, ja, alles gut. Ich habe ja die Bremsen stärker eingestellt, das geht ja alles ganz gut. Oh, Landstraße, ich komme. Uah. Das reicht, wenn hier du erscheinst. Wo dran siehst du das? Achso, ja. Weil hier Hamburg ist, hier fährst du so ziemlich immer los, wenn du... Hier habe ich, glaube ich, schon mal versucht, ein Bild zu machen für mein Thumbnail. Für dein Schrumpfnail? Für mein Thumbnail. Weißt du, was ich geil finde? Nee, was denn? Der Andi fährt so gut wie nie Mercedes in ETS. Hat ihn aber trotzdem im Thumbnail sitzen. Ja. Das ist witzig, ne? Ja, finde ich cool. Der ist so leise. Ja, der darf auch.
Den fahre ich ja auch nicht. Den fahre ich beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommt von Carsten eigentlich.